Ist das nicht eine schöne Nacht für einen Überfallboss? Stör mich nicht, Harry. Ich denke nach. Schön. Hör mal. Ja, klingt wie der große Pizzano. Es scheint von da unten zu kommen. Lass uns mal nachsehen. Er ist bestimmt in dem Tunnel. Ach, Quark und Harry, meine alten Freunde. Was machst du denn eigentlich hier, Pizzano? Meine Stimme war zu kraftvoll für das Opernhaus und deshalb musste ich mir einen anderen Job suchen. Wenn wir schon von Job reden, oh, dieser Tunnel bringt mich auf eine gute Idee. Wir untertunneln die ganze Straße und in der Bank kommen wir wieder raus. Genau hier muss es sein. Und jetzt müssen wir darauf. Ja, hier muss es sein. Da ist er, Männer. Diesmal wird er uns nicht entkommen. Los, Hände hoch und keine falsche Bewegung. Nicht schießen. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Halt die Klappe und stell dich an die Wand. Ich bin unschuldig. Ganz ehrlich, ich will einen Anwalt. Sieh mal, das ist doch Quark. Du hast recht. Ich wusste gar nicht, dass er hier mitspielt. Super, das ist ja gar kein Film. Wir sollten ihn im Auge behalten. Ja, er hat bestimmt etwas vor. Hä? Ich bin wohl im Kino. Wir haben uns verkalkuliert. Versuchen wir es nochmal. Ja, das müsste die Bank sein. Also los, Jungs. Nehmt so viel Gold, wie ihr tragen könnt. Oh, Boss, wir sind im Knast. Hier gibt es gutes Essen. Ich würde gern zum Essen bleiben. Schon gut, Harry. Ich mach hier die Scherze, okay? Seid ihr wirklich sicher, dass ihr wisst, wo die Bank ist? Du beliebst zu scherzen. Da sind sie. Schnappen wir sie! Ah, Miraculous und super! Diese Zementsäcke bieten sich geradezu an. Ah. Ich kann nichts mehr sehen! Kein Problem für meinen Windcolt! Das reinigt die Luft! Miraculous, sieh doch mal! Sie haben den Tunnel so tief gegraben, dass wir in China sind! Nein, das war Quark! Los hinterher! Hör zu! Ich habe eine großartige Idee, Jungs. Dieser Tunnel hat die Wirkung einer Echokammer. Sing, Pizzano, sing! Nein, mir platzen gleich die Ohren. Das halte ich nicht mehr länger aus. Was hat das zu bedeuten, Pizzano? Was ist mit deiner Stimme passiert? Musstest du ausgerechnet jetzt deine Stimme verlieren? Beeil dich, Super! Schütte den Zementsack aus! Mein Wasserkolt macht daraus blitzschnell schönen Beton. Weißt du was, Boss? Ich klebe irgendwie fest. Hört mal zu, Jungs. Ich finde, jetzt seid ihr einen Schritt zu weit gegangen. Es sieht ganz so aus, als ob Quark diesmal wirklich ins Fettnäpfchen getreten ist.